Servus Leute, willkommen zur ersten Folge Stardew Valley. Ich habe jetzt schon ein bisschen vorgezockt, so damit ich verstehe, wie es funktioniert. Ja, natürlich bin ich ein Typ. Ein Bärtiger aber. Da, Bart. Intro skippen wir. Nein, ich will kein Afro. Ja, die Frisur passt doch. Ja, schöne Top. Pants Farben. Na. Lass mal Jeans Farben. Haarfarbe. Ein bisschen dunkler. Genau. Auch warm. Na so. Name. Peace Farm. Favorite thing? Metal. So. Oh nein. Hatten wir nicht was für das Tutorial? Das wird anscheinend nicht übernommen. Schreib mir nicht so an. Noch zu laut. Ah, schön. So ist angenehm. Zack. Ja, zum Glück war ich nicht. Jetzt habe ich ja schon verstanden, wie das Spiel hier funktioniert. Einigermaßen zumindest. Ich glaube, Tooltips kann ich auch ausmachen. Halt, Indicator, bla bla bla, Tapping Sound, bla bla bla. Bla bla, okay, da steht nichts dran. Scheiß drauf. Ich weiß ja zum Glück, dass immer erst gegen 9 Uhr die Läden aufmachen. Das erste, was ich machen sollte, wäre Holz zu besorgen. Vielleicht brauche ich noch jetzt schon ein Silo. Chop, chop, chop. Das hört sich an, als würde ich jemanden verprügeln. So, das ist das Wichtigste jetzt erstmal für mich, dass ich mir Holz zulege und dann ein Silo baue. Für das ganze Heu und mir dann ein paar Hühner zuleg und einen Feldbau und so weiter und so fort und so fort. Ja, bei den Quest steht ja nicht so viel dran. Oh, ein Treffen ist mir so beschissen. Ich weiß noch nicht mehr, wie viel so eine Ding kostet. Ja, dann mal gucken. Und ich gehe ja eh gleich zum Strand. Da gibt es immer am meisten Kohle. In Form von Muscheln. Das ist cool. Und in meiner eigenen Version, bei der ich am angefangen habe, habe ich dann auch angefangen, hier den ganzen Wald zu roden. Ich bin dann mit 3 Stacks jeweils 999 Holz bin ich zu einem Händler gegangen und hab alles vertickt, alles. Zu viel davon. Oh. Ja, Baum. So. Vielleicht finde ich ja irgendwo mal ein paar Würmchen. Nope. Egal. Leak. Cool. Für den Anfang. Mal schauen, wie viel so eine Burg kostet. Oh nein. Egal. Mach ich später. Unwichtig. Hallo Robin. Kostet eine. Okay. Kupfer habe ich auch nicht. Play habe ich nicht. Stone habe ich nicht genug.
kann auch alles kaufen, aber ist so teuer. Oder? So. Clay kann ich nicht kaufen. Und Steine sind 200 Gold. Nein, 2000 Gold. Das ist zu teuer. Für die kurze Zeit. So, kann ich auch weiter basteln. Oh. Wimmy. Und Clay. Da habe ich ihn gleich. Ja. Die brauche ich nicht. So. Fange ich schon mal an mit dem ganzen Clay-Schmarrn. Ein Eichhörnchen. Süß. So. Das ist schon mal das Erste. Mein Plan ist, ein Silo zu bauen. Da brauche ich Holz. Nein, Steine brauche ich dafür. Aber ich brauche 300 Holz für die Brücke. Ich Muscheln bekommen. Die kann ich teuer verkaufen. Okay. Reicht mir noch für heute. Tudor Strand. So. Sind wir gleich in der Stadt. Am ersten Tag, weil ich es gespielt habe, ich bin verzweifelt. Ich wusste nicht, wie man Geld verdienen kann. Ich dachte, nein, ich kann doch nicht Quests irgendwie Geld verdienen. Getting started, harvest a parship. So. Hier gibt's sogar schon was. Ja! Hier gibt's schon was. Mit dem Scheiß. Schon mal, was die verdicken. Nope. Ja, ich weiß gleich folgen. Bin reinvoll. Nein. Dann mache ich das anders. Verkaufe hier denn das Gemüseding da. Ach, scheiße. Das macht einen die Blinds nicht, der. Ja. Keine Quest da. Yay. Die Abigail. Yay. Na, der ist beim Dinger versucht. Beim. Beim eigenen. Beim Test Run. Das jetzt habe ich noch nicht geschafft. Aber die wird mir echt gefallen. Gott sei Dank, meine Samen sind noch da. Meine Seeds. So, das Holz muss ich jetzt sammeln. Für die Brücke, die ihr vorhin gesehen habt. Und dann werde ich mir auch nebenbei versuchen, die Steine zusammen zu sammeln. Und ist mir relativ egal, welche Jahreszeit es ist. Ich versuche jetzt dann erstmal die zwei Sachen voll zu kriegen, um mich für den Winter vorzubereiten. In Form von Heu und Hühnern. Das wird das Ekelhafteste von allem sein. Oh, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Schon wieder Kohle. Hm? Kannst du irgendwas craften? Eine Kiste kann ich schon craften. Ja. Ich muss es nicht wegschmissen. Gut. Dann hau ich den mal da hin. Weil mit dem Shit, den ich jetzt nicht brauche. Endgeil. Jetzt nicht gerade, dass ich schon eine Kiste bauen kann. Alles rein mit dir. Und pennen. Das ist ein schönes, gemütliches, kleines Hütchen. Yay, eine Mail. Hier finde ich cool Stuff, Backpack, blablabla. Alles weiß ich auch, hier. Was jetzt?
Willy Fishing Track. Ah, cool. Der Willy ist wieder da. Der erste hat meine Uhr. Zack, zack, Ron. Ja, weiß ich. Kann ich beim Schmied öffnen lassen. Meistens sind wir scheiße drin. Aber wenn ihr euch das Spiel kaufen wollt, dann haut und dann schlagt zu. Das Spiel ist echt geil. Also, finde ich. Am Anfang da hat mir Mr. Agri nur gesagt, ja, das ist wie Harvest Moon. Und ich dachte, was? Harvest Moon ist doch das mit dem, wo der eine, der Rentner zum Mond will. Dachte ich eigentlich. Tja, habe ich mich ein bisschen getäuscht. Und ich habe es dann bei Becky gesehen, das Video. Ihr, mit ja, Stardew Valley. Und dann, hey, das ist doch gar nicht, das ist doch voll geil, das ist doch überhaupt nicht wie Harvest Moon. Bis mir so alt gesagt hat, ja, google doch mal. Und da ich sehe das ja für den DS und das Farming-Spiel da. Kannte ich überhaupt nicht. Hat sich schon beschwert. Wie, das kann man nicht kennen. Ja. So ist das entstanden. Ach, verdammt, wie viel haben wir jetzt? Dann habe ich 29 von 100. Okay. Dann Holz holen. Könnt ihr auch in die Minen gehen? Nur für Steine. Dann kriegt er eh nur eine Angel, Heini. Nur eine Angel. Ich stelle mich jetzt so blöd dafür an. Sammle ich lieber was Sinnvolles. Steine für mein Silo. Merkwürdig ist nur, dass die Steine nachwachsen. Und sie sind wieder da. Mensch, das dauert ja. Können natürlich auch eine Farm nebenbei bauen, aber. Ach, mach das schnell. Zwei Slots vorbei. Achso. Oh, hier liegt wieder an. Ja, einen habe ich noch. Einen einzigen. Really. Okay. Dann mach ich dich dahin. Oh, ich musste so viel nachgucken auf Stardew Valley. Wiki. Ich habe mich so blöd angestellt. Die ersten Tage. Bis dann immer begriffen hat, wie das Spiel funktioniert. Oh, ich habe Holz gefunden. Cool. Was sind Bausteine? Ich glaube, 200 Holz habe ich noch nicht. Naja. Wollen wir mal schauen. Wie viel habe ich? Oh, 113. Gut. Schon mal anfangen. Zack. Zack. Auch noch weg. Nackerflackig. Das sind ja ziemlich. Gefahren ist halt einfach viel Gefahren in diesem Spiel. Das ist schlimm. Aber sonst macht es echt Spaß. So, wieder eine Runde pennen. Jetzt muss ich 150 Holz haben. Ich will es nicht verrennen. Mensch. So. Genau. Ja. Und bei meinem Spielstand war ich so clever und hab das Zeug ab. Dann. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich habe jetzt schon wieder selbst vergessen, was ich sagen wollte. Genau, jetzt weiß ich wieder. Ich habe mir so eine Sprinkleranlage geholt. Aber
habe ich herausgefunden, dass mir durchs, weil ich dann kein Wasser, weil ich nicht bewässern muss, gehen mir ein EP flöten, gehen mir dann Punkte dafür flöten praktisch. Hier, Farming-Punkte. Was voll beschissen ist. Gib ich nur mit Level 3 Raum oder Level 4. Und Holzack mit Level 7. Na, ja, glaub schon. Geh weg. So. Steine. So Leute, das war's mit der Folge. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.